Einen wunderschönen guten Tag, ihr Couchos, zur nächsten Folge Pokémon Trainer Challenge. Und ja, wir fangen heute einfach mal direkt hier an, ohne großes Drumherum. Und fangen mit unserem komischen Dreierkampf, oder was? Kommen wir mit dem Dreierkampf an. Bin mal gespannt, wie viel XP er uns geben wird. Ja, ich habe so ein bisschen Angst. Also wir haben Stahl, wir haben Kampf. Wir haben Psycho. Das ist nicht optimal, was wir hier gegen uns haben. Um Gottes Willen, ey. Trifft Steinhagel eigentlich mehr? Steinhagel trifft mehrere. Das werde ich einfach mal machen. Dann werde ich gucken, dass ich mit Rückkehr vielleicht einfach direkt den Fu raushauen kann. Und ich habe keine Ahnung, was das mittlere ist, ist das Problem. Ich hoffe einfach, dass Lin Fu direkt rausfliegt. Ja, das ist schon mal gut. Damit fällt schon mal das Kampfding weg. Das hätte Bisbar relativ viel Schaden machen können. Um Gottes Willen, das bringt mir ja gar nichts hier. Oh nein. Ah, das ist natürlich schlecht. Okay, das war auch gut. Das ist gut. XP-technisch bringt das ja mal gar nichts. Das ist bitter, ey. Das ist nicht sehr effektiv, macht aber unglaublich viel Schaden. So Attacken mag ich ja. Kann Licht überhaupt irgendwas machen? Mir bleibt nichts anderes übrig als bewegen. Ich kann ja irgendwie aussetzen, wäre irgendwie cool, aber ich meine, ja. Da muss ich jetzt schon sagen, bin ich ein bisschen enttäuscht. Also ich hatte zumindest mit ein bisschen Erfahrung gerechnet, aber das war ja, ich meine, ja, ich war jetzt um einiges höher als die, aber das war ja mal gar nichts. Was mache ich denn jetzt? Hier oben ist nichts mehr, wenn ich mich irre, oder? Hatte ich hier... Doch, hier hatte ich gegen alle gekämpft. Das ist natürlich jetzt... schwierig. Ganz, ganz schwierig. Ich kann hier oben gucken, ob ich noch irgendwelche Trainer finde, aber... hier habe ich eine andere Wahl. Ihr habt gesagt, ich soll nochmal die eine Attacke, ich soll nochmal Zerschneider bei Serperial verlernen. Das werde ich auch noch machen, aber das werde ich erst machen, bevor wir in die Arena gehen. Aber jetzt... boah, ganz schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, eigentlich. Ich bin jetzt von hier nach hier gelaufen. Ich könnte nochmal von hier hochlaufen. Aber da werden die Pokémon halt auch sonst wo sein. Ja, ich glaube... wobei, stopp, Sekunde. Ich fliege jetzt einfach mal. Fliegen wir einfach mal nach oben und laufen von oben runter nochmal oder so. Das ist jetzt die einzige Möglichkeit, die ich sehe, zu leveln. So bescheuert das klingt, aber eine andere Möglichkeit sehe ich nicht mehr. Ich meine, wir könnten jetzt... wir rutschen mal. So, war ich hier schon mal? Mit dir habe ich schon gekämpft. Ja, mit dir habe ich schon gekämpft. Aber hier die Random-Kämpfe sind halt auch nicht so besonders, muss ich gestehen. Könnte ich denn hin? Guck mal, da drüben liegt noch was. Komme ich da irgendwie hin? Ich brauche halt wirklich, ich bräuchte auf jedem Pokémon noch so 3 Level. Das ist das, was ich eigentlich gerne hätte. Dann wären alle 48. Damit mit 48 wird es schwer werden. Aber ich denke, mit 48 könnte man was machen.
Aber... Oh, das ist ja... Da jetzt nicht mitgerechnet, dass das so viel Schaden macht. Ich meine, das war ein Volltreffer, aber... Echt schwierig. Echt, echt schwierig. War hier noch was? Hier sind halt... Ich meine, es ist ja nicht schlecht, dass hier wilde Pokémon unterwegs sind, aber... Flecknoll zum Beispiel gab beim letzten Mal, meine ich, einfach fast gar keine Erfahrung. Ja, du siehst jetzt irgendwas voraus. Ich hoffe, dass ich dich bis dahin down habe. Ja, easy. Okay. Ja, 601. Das ist halt nichts, ist das Problem. Wie war das eigentlich? Käfer gegen Gestein ist, glaube ich, auch Schwachsinn. Aber das hatte Stahl noch dabei. Wie war Stahl gegen Stein? Ich glaube, Stahl gegen Stein war sogar relativ gut, oder? Ja, Stahl gegen Stein ist mega gut. Was war denn da jetzt nochmal sinnvoll gegen? Prinzipiell wäre Flüchten gut gegen. Aber da habe ich jetzt Angst vor, einfach auf Flüchten zu gehen und am Ende wird sie die Banjo besiegt. Also ich will jetzt nicht in einem random Pokémon-Kampf irgendwas von meinen Pokémon verlieren. Das Ding ist verdammt schnell, ey. Oh, fuck it. Ich heile mich voll, ich habe keine Ahnung, wie viel seine Attacke machen wird. Meine, was ist denn in dieser komischen Stadt da? Da gab es doch so, gab es diese Bahn, wo man leveln konnte. Jetzt habe ich leider keine Ahnung, ob das da vielleicht sogar skaliert. Nein, oh, jetzt ist es im Symbol aber da. Nee, ist es nicht. Boah, Glück gehabt, ey. Ich dachte echt, das war's. Heiliger. Das wäre es jetzt gewesen, wenn ich in so einem random Pokémon-Kampf hier echt noch ein Pokémon verloren hätte. Ja, aber hier jetzt rumzulaufen, keine Ahnung, das bringt einfach so wenig, ist das Problem. Also ich komme hier ja nicht wirklich voran. Ich werde einfach mal, ich fliege mal in diese Stadt, wo man... Wo ist dieses... wie hieß denn das? Ich denke, ihr wisst, was ich meine auf jeden Fall. Also das werde ich einfach mal gucken. Vielleicht levelt das... Ich glaube fast nicht, dass das mitlevelt. Dann hättet ihr das mir bestimmt in die Kommentare geschrieben, wenn das mitleveln würde. Da gehe ich ganz stark von aus, dass das mit einer der ersten Kommentare gestern gewesen wäre, hätte ich danach, als ich gefragt habe, wo ich wohl leveln kann. Mal runterrutschen. Wo geht's hier eigentlich hin? Bin ich hier schon mal runtergerutscht? Hier liegt auf jeden Fall noch was. Ach, noch ein Hyperball, das ist ja faszinierend. Den habe ich gebraucht. Ja, eigentlich muss ich hier wegfliegen. Hier zu leveln bringt mir einfach nichts. Jetzt, nee, es... Ich weiß es einfach nicht. Das ist echt gerade bescheuert. Ich bin mir einfach nicht richtig sicher, wo ich hin soll. Wo war denn dieses Ding? Pokémon Center, Kampfmetro, Sportstation. Pokémon Center, Markt. Die Attackensippe. Kann ich vielleicht hier noch nach rechts? Oder ist da, wobei da wird bestimmt auch gesperrt sein, oder? Ich muss gerade tatsächlich so ein bisschen an, ich denke so ein bisschen an Final Fantasy, wo man irgendwann nur noch Random-Kämpfe gemacht hat, weil man leveln musste. Ich bin übrigens eigentlich ein riesiger Final Fantasy-Fan, also gerade 8 habe ich extrem gern gespielt und ich mag dieses Kampfsystem eigentlich unglaublich gerne, was es heute so ja nicht mehr gibt, weil das nicht mehr der Zeit entspricht. Aber ich habe das immer gerne gemacht.
So, wir haben... Ich meine, ich könnte... Wobei, gucken wir doch einfach mal. Komme ich hier irgendwie nach rechts raus? Weil hier ist ja eine Route eigentlich. Hier ist eine Route. Ach so, aber hier war... Hier braucht die Stärke. Ach, ja, und genau, stimmt. Hier war das mit der... Ach. Das ist doch bescheuert. Ich meine, hier gab es was zum Trainieren. Aber ich befürchte halt, dass das Ding... Musiktheater will ich nicht. Sportstadion, Fußball, Baseball, Football. Sporthalle, Tennis, Basketball. Was war, war das hier? Ja, das war hier auch nicht. Was ich meine. Was bringt mir das? Bringt mir das irgendwas, hier hinzugehen? Ich glaube irgendwie nicht, dass mir das was bringt. Oh ja, irgendwie, ich kann bis nach unten laufen. Nee, kann ich nicht. Kann ich... Oh, das ist eine verschenkte Folge heute, weil ich einfach nicht weiß, was ich machen soll. Was ist das hier? Teleporter. Okay, ja. Hier kämpfen sie, aber die werden halt so gar keine Erfahrung bringen, gehe ich von aus. Gucken wir mal auf das Level. Oh! Oh, nice. Das ist natürlich jetzt geil. Da hatte ich nicht mit gerechnet. Nee, machen wir. Doch, machen wir Steinhage. Und hier machen wir einfach Rückkehr. Und dann hoffentlich klappt das. Ich habe keine Lust, mit Sedimanto irgendeine Wasserattacke zu fressen. Okay, alles gut. Das war so ein bisschen meine Befürchtung, dass da was passieren könnte. Oh, Schlecker ist aber doch auch. Nee. Sehr gut, alles klar. Das ist doch schon mal, das ist doch gut. Hier ist gut. Sedimanto werde ich, glaube ich, jetzt noch ein Level machen. Es ist jetzt halt schon höher als die anderen, aber trotzdem würde ich, denke ich, noch ein Level machen. Aber das ist doch, aber ist es damals schon so hoch gewesen, wäre ich hier hingegangen? Oder skaliert das hier irgendwie mit? Okay, hier werde ich allerdings tatsächlich kein Risiko eingehen. Gegen Wasser nehmen wir doch einfach direkt Sepulveda. Ja, hier kein Risiko eingehen, irgendwas zu verlieren. Ich weiß nicht, wie viel jetzt irgendwie eine Wasserattacke, ob die mich töten würde. Ich meine, es könnte nicht sterben, weil es ja noch seinen Schutz hat, aber ja, ich gehe kein Risiko ein. Ja, das ist doch schön. Ja, das habe ich mir gedacht. Na komm, gehen wir einfach wieder auf Sedimanto. Warum nicht? Der hat übrigens nicht voll AP, dann wäre er wahrscheinlich trotzdem doch gestorben. Ja, ja, mach du mal deine Feuerattacken. Wobei das relativ viel Schaden macht, muss ich sagen, dafür, dass es nicht effektiv ist. Also... Danach wird sowieso noch ein Pflanzen-Pokémon kommen, von daher muss ich eh gleich wechseln. Dann kann ich jetzt hier auch noch durchziehen und reicht, wenn ich mich danach heile. Toll, den Volltreffer hätte ich halt davor gebrauchen können. Ja, jetzt kommt noch Pflanze. Skelabra braucht eigentlich noch mit am meisten Erfahrung. Nehmen wir Skelabra. Die Samenbombe macht... Oh, okay. Dann hatte... Weil ich weiß noch, dass Samenbombe mir einmal so unglaublich viel Schaden gemacht hat. Das ist jetzt hier zum Glück nicht der Fall gewesen. Das ist alles gut hier.
So, das ist doch schön. Ich bin, da bin ich ja echt froh. Ich war noch kurz dafür. Ich warte. Nein, stopp, das wollte ich eigentlich. Nein. Ich war kurz davor, hier einfach wieder wegzugehen. Bin echt froh, dass ich das nicht getan habe, weil, ja. Hier bekomme ich doch jetzt echt was an Erfahrung. Das lohnt sich, ey. Schön. Sehr, sehr schön. Dann kann ich... Ah, wie viel EP werde ich wohl heute und morgen machen? Gute Frage. Boden-Pokémon, ja, das ist mir relativ wumpe. Da sollte nicht so viel passieren. Jetzt gräbt sich das Ding ein. Ja, komm wieder raus. Oh shit, das war effektiv. Noch nö, oder? Riskiere ich's jetzt? Ja, komm. Okay, riskieren wir es lieber nicht. Und wechseln mal eben. Bodenattacke, also Symbolara. Das heißt, er trifft nicht. Tja, da hast du wohl Pech gehabt, würde ich sagen. Ja, das war mir zu riskant. Am Ende landet der ein Volltreffer und dann ist mein Pokémon besiegt. Das wäre totaler Schwachsinn gewesen. Jetzt haben wir hier Flug gegen Flug. Alles jetzt nicht so mega. Oh, das ist ja. Alles klar. Mit so viel Schaden hatte ich jetzt nicht gerechnet. Aber gut, ist halt auch 5 Level höher, meins. Von daher, ja. Auch nicht ganz unerwartet. Oh, vor allem das gab gut XP. Und ich muss dann tatsächlich, ihr hattet ja schon ein bisschen geschrieben, was ich mir kaufen soll. Ich muss dann echt nochmal gucken. Ich kann noch ein paar Items, ich kann die Nuggets noch verkaufen. Dann kann ich auf jeden Fall mir noch Sachen kaufen gehen auch. Was? Du möchtest nicht kämpfen, das finde ich aber nicht gut. Warum wollt ihr alle nicht kämpfen? Was ist denn los bei euch? Du vielleicht? Hallo? Ich möchte gegen euch kämpfen. Steht hier einer außen noch? Ne, hier kann man gar nicht raus. Holy, wie groß ist denn eigentlich das Feld? Och, ich hatte echt gehofft, dass jetzt hier alle kämpfen wollen. Das hätte so richtig schön viel Erfahrung gegeben. Du noch? Mit dir habe ich schon gesprochen. Hier steht noch einer. Ach, warum wollt ihr denn jetzt alle nicht kämpfen? Ihr seid doch blöd. Ja, okay, das, dann habe ich wohl alle. Schade, schade. Aber gut. Hat nicht sollen sein. Vielleicht kämpft von euch noch einer. Ja, okay. Du bist wahrscheinlich... ja, toll. Ja, gut. Dann würde ich sagen, soll es das für heute gewesen sein. Was hat der Footballer hier noch irgendwas zu sagen? Nee. Vielleicht finden wir in der anderen Sporthalle auch noch irgendwelche Gegner. Das heute hat sich auf jeden Fall jetzt zumindest das Ende noch gelohnt. Wenn ihr weitere solche nützliche Tipps habt, wie jetzt, dass ich hier zum Beispiel relativ gut leveln kann, oder wenn ihr wisst, ob ich in dieser einen U-Bahn-Station, da wo ich mit dem Zug wegfahren kann, ich weiß, da kann man irgendwo leveln. Wenn ihr wisst, dass die irgendwie mitskalieren und das so sinnvoll wäre, dann schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen guten Tag, genau, nein, noch einen schönen Tag, noch einen schönen Abend und ja, wir sehen uns morgen wieder. Haut rein!